Hey Leute, heute findet die Super Fast Challenge von Fast Forward Science statt. Ich habe 24 Stunden Zeit, eine Instagram-Story zum Thema Helden zu machen. Also, auf geht's! Helden in der Wissenschaft gibt es viele, aber nur wenige haben sich so große Ziele gesteckt und sind so bekannt wie Elon Musk. Falls ihr ihn nicht kennt, er ist zum Beispiel Geschäftsführer von Tesla, einem jungen Unternehmen, das ausschließlich Elektroautos herstellt. Das Ziel des Unternehmens ist, die weltweite Bewegung hin zu nachhaltigen Transportmitteln beschleunigen. Tesla arbeitet auch daran, Autos selbstfahrend zu machen. Menschen machen Fehler. Computer hingegen werden nicht müde oder von einer WhatsApp abgelenkt. Elon Musk ist auch Gründer und Geschäftsführer von SpaceX, dem ersten privaten Raumfahrtunternehmen, das Raketen wieder auf der Erde landen kann und das die ISS beliefert. Das selbsternannte Ziel von SpaceX? Den Mars zu kolonialisieren, um quasi ein Backup der Menschheit auf einem anderen Planeten zu erschaffen, falls hier auf der Erde irgendetwas schiefgehen sollte. Doch das sind nur zwei von seinen vielen Unterfangen. Er bohrt auch Tunnel, um uns Staus zu ersparen, will unsere Gehirne mit Computern verbinden, um Kommunikation zu beschleunigen und forscht an KI, um den KI-Super-GAU zu verhindern. Kurz gesagt, Elon Musk ist ein Philanthrop. Er will die Welt retten. Aber man muss nur ein bisschen recherchieren und hinter der Fassade beginnt es zu bröckeln. Schon in seiner Biografie von 2015 liest man, dass er teilweise unmögliche Deadlines setzt und von seinen Mitarbeitern dann erwartet, dass sie Tag und Nacht arbeiten, um diese zu erfüllen. Mitarbeiter berichten, dass er schnell ausrasten kann, Leute anschreit und beleidigt und teilweise sogar auf der Stelle feuert. Tesla selber dementiert die meisten dieser Vorwürfe. Zugutehalten muss man ihm aber, dass er das macht, was er von seinen Mitarbeitern erwartet. Er arbeitet teilweise 120 Stunden pro Woche und schläft teilweise in der Tesla-Fabrik, um schneller zu reagieren. Das könnte allerdings auch der Grund dafür sein, dass er in letzter Zeit immer instabiler wirkt. Auf Twitter postet er manchmal Memes, manchmal welche Pillen er nimmt. Im Juli 2018 hat Elon Musk sogar einen Notretter als Pädophilen bezeichnet. Dafür muss er sich jetzt vor Gericht verantworten. Ein, wie ich finde, unmögliches Verhalten. Aber wenn ihr denkt, dass das schon krass ist, das ist nicht das einzige Mal, dass er für einen Tweet vor Gericht muss. Letztes Jahr behauptete er, dass er Tesla privatisieren könne. Das nötige Geld dafür hätte er schon. Stimmte aber gar nicht. Prompt folgte der Vorwurf der Börsenaufsicht. Marktmanipulation. Die Strafe dafür 20 Millionen US-Dollar. Ist Elon Musk also ein Held? Definitiv nicht. Ich glaube, er will wirklich nur das Beste für uns alle. Er ist ein sehr intelligenter Mensch, ein brillanter Ingenieur. Aber es ist verdammt schwierig, mit so viel Druck umzugehen. Über 5 Firmen und zehntausende Mitarbeiter zu führen und damit die Welt zu retten, kein Wunder, dass er unter dem Druck durchdreht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Elon Musk und seinen vielen Unternehmen weitergeht. Werden wir ihn in 50 Jahren auf dem Mars als Genie und Helden feiern oder wird er von der Geschichte vergessen? Wusstet ihr das alles schon über Elon Musk oder hört ihr gerade zum ersten Mal von diesem Typen? Schreibt es mir gerne hier in diese kleine Bubble und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt neugierig, euer Cedric. Thank you.